Ja, hier ist wieder der Pum mit seinem Let's Play von Driver Parallel Lines. Wenn du die Sache mit Slink zum Abschluss bringen willst, er hält sich im Funky Rabbit in Harlem auf, dreht da irgend so einen billigen Streifen. Sag ihm von mir, er soll zur Hölle fahren. Okay, dann würde ich doch mal sagen, machen wir das auch, weil im vorherigen Part haben wir ja, bin ich gar nicht zugekommen, das zu sagen. Ja, sind wir in Slinks Pornoläden eingebrochen und haben diese zerstört. Und ja, ich würde sagen, wir gehen dann mal gucken, was wir denn jetzt hier so. Ach, wir müssen dahin. Ja, ich steig trotzdem mal zur Sicherheit in ein Auto ein. Okay, dann mal Vollgas da einen. Und ab in die Mission. Nein, Baby, so ist das nicht. Weißt du, wen ich in meinem Handy gespeichert habe? Ne? Ein Hollywood-Produzenten. Er wird mich noch anflehen, damit er dein schönes Gesicht auf die Leinwand bekommt. Lass mich jetzt noch was Geschäftliches erledigen. Toller Hintern, was, Roost? Planänderung. Was zum Teufel? Also du hast dich in meinen Kram eingemischt. Jetzt geht dir die Düse, Sling? Hey, toll, dich zu sehen, Mann. Shit, warst du beim Bodybuilding? Fährst du noch? Eine ganze Weile her, was? Hast du meine Kekse gekriegt? Es ist 28 Jahre her und nein, ich habe keine Kekse bekommen. Was zum Teufel? Wer zum Teufel ist das? Verzieh dich lieber. Rose, der will dich fertig machen. Puste ihm seinen verdammten Schädel weg. Waffe entsichern, Mann! Scheiß Junkie! Der spinnt schon wieder! Uiuiui. Okay, also heißt das, wir dürfen jetzt Slink töten. Wo haben wir ihn denn? Na komm, dann visier ihn auch an. Und dann schießen wir mal. Erstmal müssen wir jetzt wieder gucken, wie hartnäckig der sich denn jetzt hier anstellt. Boah, der Wagen ist aber auch mal hartnäckig. Mache ich dem überhaupt irgendwie Schaden? Sieht nicht so aus. Das ist aber. Aber irgendwie willst du nicht, ne? Na komm. Jetzt aber. Ich denke nicht. So. Was denken die? Ich bin nicht tot. Und gerade bei solchen, da verstehe ich auch keinen Spaß. Ich mache dem überhaupt gar keinen Schaden. Na komm, wir sehen ihn doch auch mal richtig an. Okay, wir haben nicht mal die Hälfte. Ach, hinter uns ist einer. Oh! Ja, und wir überschlagen uns natürlich. Hau ab da. Wo ist Link? Da. Okay, dann fahren wir jetzt mal hier etwas querfeld ein. Dann sind wir ein bisschen schneller. Mein Wagen geht's gar nicht gut. Könnte daran liegen, dass der hier echt nervig gerade ist. Komm, Wagen, gib Gas. Der hinter mir, der ist nervig. Der klebt mir aber auch hinten dran, ey. Jetzt, komm, ziel doch auf ihn. Da, der Wagen, endlich. Oh, so wird das nichts. So wird das nie was. So langsam wird auch die Munition knapp. Jetzt habe ich nur noch hier die Billo-Waffe oder was? Oh. Ich bin tot. Das ist schlecht. Aje. Na gut, aber diesmal wird's besser. Ich weiß Bescheid. Und wir töten Slink. Nein, am besten nicht mit dieser Waffe. Wow. Okay. Da sind wir auch schon an ihm dran. Jetzt. Ah, hier mal. Richtig nah. So können wir auch mal dick Schaden machen. Komm. Das muss doch mehr Schaden machen. Das ist die dickste Schrotflinte, die ich habe. Die muss doch mal was reißen können. Los. Schieß. Ja. Autsch. Boah, perfekt gegen. Ach, und ich schieb ihn runter.
Nein. Oh, super, die steigen aus. Dann können wir die jetzt in Ruhe platt machen. Ah, komm, jetzt aber. Och, nervt doch nicht. Wie hartnäckig die sind. Jetzt komm hier, du. Ich überfahre dich. Okay. Immerhin treffe ich den jetzt, ja. Passiert auch was. Ma, wie hartnäckig ist der denn? Na super, ich fahre mich hier fest. Der Wagen explodiert im Hintergrund. Sehr schön. Wie viel Energie hat der denn? Ach, Quatsch. Jetzt aber. Erledigt. Zlink ist tot. Ja, super. Okay, und mein Wagen, ja. Ach, jetzt bleibt der hier noch auf meiner Motorhaube liegen, oder wie? Der soll weg. Ach, weg mit ihm. So. Da ist ein Kopf. Ich bleib einfach mal ganz ruhig hier stehen. Interessiert den Kopf nicht mal. Gut, das ging ja doch etwas schneller, als ich dachte. Auf jeden Fall sehr angenehm, auch wenn wir einmal gestorben sind. Nun gut, ich würde sagen, wir fahren dann mal nach Hause. Fahren. Oh, ist ja gar nicht so weit. Und dann drehen wir mal um und fahren dann mal gemütlich nach Hause, weil dann kann ich mich dann nämlich... Okay, halt, sind wir schon. Aber auf jeden Fall kann ich dann dort Munition aufsammeln. Das ist ja immer von Vorteil. Ja, der Wagen ist jetzt auch nicht mehr der beste, aber ist jetzt auch erstmal piep egal. Erstmal ein bisschen Munition aufsammeln. Aber so geht das. Der erste Typ ist jetzt schon mal tot von der alten Crew. Das heißt, unsere Rache funktioniert doch schon. Wobei, ne, ist das gar nicht der erste. Ne? Wir haben ja schon einen. Ah, guck mal hier, dann können wir den Stern doch auch gleich hier mitnehmen. Wie wir einfach mal grandios darüber hinweggesprungen sind. Wie dem auch sei. Mann, ist das peinlich, wenn man da drüber springt. Was will man machen? Da kann man eine kleine Nebenmission machen, aber da bin ich jetzt gerade nicht bereit für. Ich denke mal, das kann man machen, wenn man dann später im Open End ist. Also in dem Teil des Spiels, wo man spielen kann, wie man möchte. Hoffe ich zumindest, dass das Spiel hier sowas bietet. Ansonsten wäre es doch schon irgendwie sehr komisch. Okay, wir fahren hier wieder querfeld ein. Eigentlich so, wie man gar nicht fahren sollte. 85 Meilen durch die Stadt ist doch relativ schnell. Ich finde es auf jeden Fall schnell genug. Jetzt sind wir sogar bei 87. Ob wir noch ein paar Meilen mehr schaffen? Ja. Ach, hier kann man gar nicht lang. Ach, verdammt. Ja, dafür machen wir jetzt hier ein bisschen Randale. Alles kaputt. Okay. Sehr schön. Ich frage mich, wird das eigentlich dann auch wieder alles aufgestellt, weil... Okay, jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil der Kopf, der muss ja jetzt hier nicht noch hier auf uns aufmerksam werden. Und dann geht's weiter. Da sind wir dann auch schon wieder bei unserem Apartment, was eigentlich gar kein Apartment mehr ist. Eigentlich ist es ja nur noch eine heruntergekommene Butze. Was soll das denn jetzt? So kurz vor Ende. Egal, ich gehe einfach hier rein. Vielleicht sehen die mich dann ja nicht. Ja, wird schon hinhauen. Und dann sammeln wir mal hier alles auf. Ja, die Wohnung sieht ja nicht besonders hier... Er hat mich verloren. Auf jeden Fall, wir haben ein bisschen Munition bekommen. Können das Spiel nun in Ruhe speichern und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Bis dann, der Pump.